die tollsten Sportarten bei Olympia. Mit Klaas Gutenschön. Heute Bogenschießen. Ni hao und herzlich willkommen hier aus Peking. Mit den Bogenschützen präsentiere ich Ihnen die verliebtesten Sportler bei Olympia. Denn die Bogenschützen sind geradezu verschossen in ihr Sportgerät. Schöne Kurven. So weich und doch so fest. Man wächst im Laufe der Jahre zusammen so. Das ist, man weiß einfach, so muss ich den Bogen jetzt nehmen. Das passiert dann und dann. Also es ist schwer zu beschreiben. Man muss es einfach mal selber probiert haben. Alles für diesen einen Moment. Eine glückliche Beziehung, kann man sagen. Kann man sagen. So wie zu seinem Auto vielleicht manchmal oder zu seiner Frau. Es ist eben schön, wenn man mit dem Bogen eins ist. Ne? Und, das, dass man so verschmilzt wichtig. Dann, ne? Ja, genau. Der Bogen ist sowas so persönlich wie nur irgendwas. Und man muss auch auf seinen Bogen ein bisschen eingehen. Man muss ein Verhältnis zum Bogen haben, sonst kann man nicht schießen. Sie können ihm ja auch mal eine rote Rose schenken. Oh, das passt das ja schenken wunderbar. Sie, können Sie ihm ja schenken. Zu meinem schönen roten Bogen passt das ja wunderbar hier. Ne? Naja, dann, wir lassen Sie mal alleine damit. Gut, ne? Danke. Tschüss. Jo, tschüss. 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 Und sehen Sie nicht beim nächsten Mal gehen. Mal unter uns. Sowas will doch kein Mensch gucken.